Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf meinem Channel. Das letzte Video, die Nummer 33 müsste es gewesen sein, ist jetzt ja online. Seitdem hat sich ein bisschen was getan. Es ist immer nicht so einfach, den Blaublitz und die Rose letztendlich hier für so eine Aufnahmesession unter einen Hut zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Von daher habe ich halt auch viel offline gespielt. Das war jetzt nicht so toll für euch, weil ihr seht halt nicht unbedingt, wie einige Sachen entstanden sind. Das werde ich gleich aber auch nochmal alles irgendwie zeigen, was ich gemacht habe. Aber es bringt uns im Prinzip ein bisschen weiter voran, dass es mehr actionlastig wird. Das heißt, viel war halt mit Farmen letztendlich dann auch notwendig. Und das habe ich halt offline gemacht und ich habe es halt in der Bude ein bisschen schöner und praktischer gemacht. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, das wollte ich euch nicht zeigen. So, hier ist die Farm, die kennt man in irgendeiner Art und Weise noch. Hier hat sich auch nicht viel geändert. Ich habe ein bisschen Deko ins Spiel gebracht. Also, wird halt ein bisschen nicer aussieht, sag ich jetzt einfach mal. Hier die Neta-Dinger, die kennt ihr glaube ich auch noch. Und hier ist so ein Raum, wo man letztendlich dann Zaubertränke und so einen Scheiß machen kann. Es gibt hier einen Bereich, wo Verzauberungen letztendlich stattfinden. Das habe ich halt auch schon massenhaft jetzt genutzt. Allein auch hier um die günstigsten Zauber, die es irgendwie nur gibt, letztendlich auf die Rüstung zu machen. Und da wir in den letzten Folgen ja oder die anderen beiden sehr oft gestorben sind, habe ich jetzt einfach dann auf Vorrat ein bisschen Rüstung gemacht in dem Moment. Die Truhen sind ein bisschen voller mit irgendwelchen Krimskrams. Hier ist ein Amboss, das hat mich arsch viel Eisen gekostet, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich habe noch was gemacht, ich habe nämlich eine Monsterfalle gebaut, auch die ist ja ganz wichtig. Hat jeder, glaube ich, schon mal gesehen. Letztendlich oben mit Cobblestone entsprechend einen Bereich gebaut. Mit Wasser fliegen die Viecher dann letztendlich hier runter. Und das gibt halt Pfeile. Die brauchen wir natürlich auch, weil wir wollen natürlich auch ins End. Und deswegen habe ich das einfach mal gebaut. Das ist ja relativ einfach, sage ich jetzt einfach mal. Draußen hat sich jetzt nicht so viel getan. Hier hinten ist immer noch die... Der Kuhzwinger, da ist ordentlich was los. Hier führt ein Weg hoch, das kann ich mal ihm zeigen. Man muss ja auch irgendwie musste ich ja hochkommen letztendlich, um auch die Monsterfalle zu bauen. Wie gesagt, habe ich alles offline gebaut in dem Moment und jetzt auch nicht gecheatet, wie jetzt vielleicht einige vielleicht vermuten. Habe ich alles wirklich oldschool, wirklich selber gebaut. Aber ist ja auch nicht ganz so schwierig. Oder ist schon Party unten? Also wie gesagt, hier ist ein Bereich, habe ich halt so in den Berg mit reingebaut und ich denke mal, ist ganz schick geworden, kann man ja auch immer noch erweitern über mehrere Ebenen und ich hoffe, wir kriegen es noch irgendwie anders hin, dass wir das Endportal irgendwie finden. Ich weiß, wir brauchen dafür diese Enderperlen, die müssen wir unbedingt suchen, weil ich möchte ungern das Enderportal in irgendeiner Art und Weise ja irgendwie aus dem Creative Mode hier reinmachen. Aber wir hatten ja schon in einem der Videos gesagt, dass wir uns jetzt hier irgendwo fest verankern wollen und nicht noch großartig umziehen wollen. Von daher müssen wir gucken, wie wir das machen. Wenn wir genug Enderperlen haben und wir haben das Glück, dass hier vielleicht in der Nähe vielleicht so ein Portal ist, dann geht ja vielleicht auch alles ganz gut. Ansonsten passt irgendwie, finde ich ganz geil. Das sieht ja so wie ein paar Türme hier aus. Dann würde ich das da oben wahrscheinlich dann reinbauen. Ja, ansonsten, ich sagte schon, es ist nicht so einfach, die Rose und den Blaublitz hier letztendlich in diese Session zu holen. Es läuft hier auch immer als lokales Spiel ab, also jetzt gar nicht so als Server oder so. Ich habe auch ein crappy Internet, sodass es nicht immer so einfach ist, letztendlich sowas als Server zu machen. Und mit Hamachi und Bang und Bub, das hat alles irgendwie nicht so hingehauen. Ich weiß auch nicht, da hasst uns einfach irgendwie auch die Hardware und Software. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze, was hier so sich getan hat, vielleicht findet ihr das jetzt nicht ganz so scheiße, hoffe ich zumindest, dient halt dafür, dazu, dass wir vorankommen, dass es auch ein bisschen nicer aussieht. Wenn der ein oder andere das letztendlich doch noch wissen will, wie man die Monsterfalle baut oder ähnliches, ich glaube schon, dass mittlerweile jeder so eine Monsterfalle halt schon mal gebaut hat. Aber wenn nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann gucken wir das irgendwie an. Hier habe ich auch mit dem paar Schleimbällen, die Rose irgendwie in einem Karton, in der Kiste hatte, habe ich so eine coole Tür gemacht. Die erstmal ins Nichts führt. Aber das kann sich ja noch ändern. Alles haben wir ja noch nicht gebaut. Hier, wie gesagt,
Das ist im Prinzip ein kurzes Video. Wie gesagt, es geht jetzt vielleicht jetzt auch erstmal in den nächsten Videos erstmal weiter, dass ich alleine spiele. Vielleicht auch erstmal nur mit der Rose. Wie gesagt, es ist nicht mal so einfach, dass wir zu dritt es irgendwie hinhauen, hinkriegen, dass wir wirklich so ein LAN-Spiel machen. Dafür wohnen wir auch alle nicht in der Nähe, sage ich jetzt einfach mal. Das wollte ich euch aber zumindest sagen, dass ihr Bescheid wisst, warum das hier auf einmal so anders aussieht. Vielleicht findet ihr das auch ganz cool. Vielleicht was für den einen oder anderen auch, ist es dadurch halt nicht so langweilig. Wobei ich jetzt auch nicht versprechen kann, dass ich nicht schon in der nächsten Folge, die ihr sehen werdet, irgendwo vielleicht so wieder in die Mine gehe. Weil, wie gesagt, das alles hat viel Eisen und Stein und Kohle und was weiß ich nicht alles gekostet. Da muss ich wahrscheinlich nochmal auf die Suche mich begeben. Okay, ansonsten war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr wisst Bescheid. Schreibt, was ihr davon haltet, in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, Daumen runter, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.